Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit nur 4 Einstellungsebenen in Photoshop aus einer Tagaufnahme eine gelungene Nachtaufnahme zaubern kannst. Und somit ganz herzlich willkommen hier in der wunderbaren Welt von Photoshop. Ich möchte mich und meinen Kanal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich präsentiere dir hier auf diesem Kanal zahlreiche Tipps und Tricks für die Fotografie, Lightroom und Photoshop. Das hier ist mein Ausgangsmaterial. Diese Tagaufnahme möchte ich in eine Nachtaufnahme verwandeln. Und ich habe dir versprochen, das Ganze mit nur 4 Einstellungsebenen zu bewerkstelligen. Dazu hole ich mir gleich die allererste Einstellungsebene ins Bild. Ich klicke hier unten auf das Symbol und gehe jetzt hier auf Color Lookup. In den Eigenschaften der Color Lookup Table hole ich mir hier die Vorgabe Night from Day ins Bild. Das sieht schon ganz gut aus, das ist schon ganz cool, sieht schon so ein bisschen nach Nacht aus, aber ich möchte noch ein bisschen mehr herausholen. Von daher werde ich mir als nächstes eine weitere Einstellungsebene ins Bild holen, und zwar die Verlaufsumsetzung. In den Eigenschaften der Verlaufsumsetzung klicke ich hier auf den Balken und wähle mir hier die Vorgabe Blau 1 aus. Solltest du die Vorgaben hier nicht so sehen können, sollte es bei dir anders aussehen, klicke hier kurz auf das Zahnrad und dort wählst du die fotografische Tonung aus, bestätigst das Ganze mit OK und dann hast auch du alle fotografischen Tonungen als Vorgaben hier angezeigt. Ich wähle mir hier Blau 1 aus. Du kannst jetzt hier noch mit den Regeln hier das Ganze so ein bisschen verfeinern, wenn du es möchtest. Für meinen Teil, für dieses Bild ist es okay, so wie es ist. Ich bestätige alles mit OK und gehe jetzt hier von Normal auf weiches Licht. Das Ganze ist jetzt ein bisschen zu dunkel. Ich möchte es wieder ein bisschen heller haben. Von daher werde ich die Deckkraft hier bei der Ebene mit weichem Licht so um die 50% reduzieren. Ungefähr so. Reicht mir immer noch nicht. Mir ist es immer noch ein bisschen zu dunkel. Deswegen hole ich mir eine weitere Einstellungsebene ins Bild, und zwar die Gradationskurven. Mit der Gradationskurve werde ich das ganze Bild ein bisschen auffallen. Ungefähr so weit in diesem Stil. Reicht mir immer noch nicht. Ich möchte noch eine weitere Gradationskurve haben. Ich klicke hier nochmal drauf. Gradationskurve. Und dieses Mal wird das Ganze ein bisschen extremer auffällen. Ungefähr bis dahin. Ich klicke hier bei der zweiten Gradationskurve auf die Maske. Steuerung und I werde ich die ganze Maske invertieren. Hol mir ein Pinselwerkzeug. Schnapp mir die weiße Vordergrundfarbe. Und das Pinselwerkzeug sollte ziemlich groß und ganz weich sein. Ausfallen. Und dann werde ich mir jetzt hier so ein bisschen die Lichter wieder zurückholen. Da, wo ich empfinde, da könnten wir noch ein bisschen mehr Licht benötigen. Ja, und das war's auch schon. Ich zeige dir mal die Tagaufnahme. So sah es am Tag aus. So ist es in der Nacht. Tag, Nacht, Tag, Nacht. Wenn dir das ein bisschen zu stark ausfällt, kannst du auch hier die Deckkraft so noch ein bisschen runternehmen. Ungefähr so. Dann nochmal Tag, Nacht, Tag, Nacht. So, das soll es heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram, besuch mich auf meiner Webseite. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.